Die Kernfrage ist natürlich auch, wie kann man digitale Innovationen auch gewinnbringend einsetzen? Und das ist etwas, was sicher ein paar Fragezeichen im Mittelstand hat, weil das Ausprobieren, mal Mut machen, auch mal etwas zu testen, sind natürlich nicht alles die klassischen, ich sag mal, Planungen, die ein Mittelständler aufsetzt, wann, wie, welcher Output ist, sondern es muss auch so ein kleiner Hub sein von Einheiten und Spezialisten, die man auch mal ein Stück querdenken lässt. Und diese Dinge haben häufig was mit der Kultur zu tun, denn da reicht es meist nicht aus, etwas komplett zu hinterfragen, wenn man aus tradierter alter Denke heraus sagt, das ging immer weiter und ich habe das Produkt immer weiter innoviert. Es kommen auf einmal andere Marketplayer rein, die einen die Kundenschnittstelle wegnehmen. Das beste Beispiel ist die Reisebranche mit Booking.com und wie sie alle heißen. Das heißt, auf einmal verliert die Touristikbranche den Kontakt zum Kunden. Die Welt wird komplexer und gerade die, die es alle schon vorreiten und auch auf der Seite machen, beklagen sich noch mehr über die Komplexität als die, die es noch nicht tun. Also von daher bestätigt ist, dass diese Welt der Digitalisierung eine komplexere Welt wird, die man natürlich auch manageriell, erstmal bewerkstelligen muss. Wir als Bank, was haben wir da für eine Rolle? Also als Bank haben wir natürlich eine Rolle in dem Spiel. Wir müssen natürlich einmal in die Geschwindigkeit, die der Kunde braucht, im Rahmen der digitalen Welt nachvollziehen durch bessere und effizientere Geschäftsprozesse, durch schnellere und flexiblere Entscheidungen und nachvollziehbare Entscheidungen. Der Kunde muss sich noch schneller auf die Finanzierungs- und Zahlungsverkehrsdinge und Trade Finance-Dinge verlassen können. Wir müssen die Investitionsvorhaben, die auch für uns nicht immer einen sicheren Ausgang haben, weil da auch die Planung auf so eine Investition schwerer darzustellen sind, auch pushen und auch Investitionen in dieses digitale Medium machen, sei es auf der Fremdkapitalseite bei bestehenden Kunden, sei es aber auch über Eigenkapitalstrukturen, zum Beispiel über unseren Main Incubator, um hier auch Eigenkapital mit einzubringen. Und der letzte Punkt, den wir haben, ist, auch wir haben die Rolle des Ermutigens. Das attestieren unsere Kunden in jeder Umfrage, dass sie auch ein Stück Mut machen brauchen in der Form, was ist auch leistbar und was begleiten Banken. Also wir sind auch Ermutiger, wenn ich auch nicht für mich in Anspruch nehmen würde, dass wir den Kunden überzeugen können, welches Geschäftsmodell er hätte. Ich glaube, da sind wir nicht der kompetente Ansprechpartner, sondern wir können hier Mut machen und die Dinge auch wirklich begleiten, um dann auch die Dinge, die dann investiert werden, auch zu machen.